Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind in der 1.4 nordfriesischen und mit der 1.3 Patch-Version von Giants. Weil mit diesem Patch können wir hier ja Gras malen. Früher ging das ja nur eine grüne Fläche malen, ohne Gras drauf. Und mit dem Patch 1.3 sollte auch Gras dabei sein. Wie man hier sieht, weil ich habe es hinbekommen, da muss man ein paar Einstellungen ändern an der Karte. Und dann kann man hier auch auf eine Mod-Karte das so einstellen, dass auch wirklich Gras wächst und nicht nur eine grüne Fläche ist. Ich zeige euch das nochmal. Ich gehe mal hier rein. Ich stelle mal hier um. Nehmen wir mal gern das Quadratische. So, wir haben ja hier zwei, einmal das richtige Grün und das nächste mit leicht braunem Boden. So, schauen wir uns an. Die beiden waren und die habe ich gerade gezeichnet. Eher ein bisschen mit so einem braunen Boden und hier komplett grün. So, und damit können wir die Karte auch noch ein bisschen verschönern, weil einige Stellen, da ist ja nur grün. Und ich habe gern, dass da ein bisschen Gras wächst. Aber das können wir jetzt erstmal wieder wegmachen. Weil hier mitten auf dem Hof ist das ja nicht so sinnvoll. So, die Textur ist das. Hier machen wir es auch wieder weg. So. Wollte ich euch nur zeigen, dass das geht. Wir können jetzt richtig schön Gras machen und brauchen da nicht den Mod für mehr. Dann die Sachen wieder verkaufen und so weiter und so fort. Wir machen das einfach jetzt hier drüber. So, was steht noch an? Wir haben hier auf Feld 3 noch Stroh liegen. Vorher können wir das Feld nicht bestellen. Fahren wir den hier mal zum ersten Punkt. Sagen wir Abfahrer starten. Er sammelt auf. Und fertig aus. So. Hier kann ich nur den Dings anwählen. Dann springen wir mal zu BGA. Weil hier können wir ja noch ein bisschen Ballen reinschmeißen. Dass wir die ersten Ballen hier drauf bekommen. Dass die BGA auch wieder läuft. Na. Und auch wieder Gärreste produziert. So.
Lohnzahlung 18 Euro, oh, das ging ja mal. So, nicht so schnell. Noch drei Fuhren. Da passt nämlich genau. Dann vor der letzten Fuhre haben wir dann die 58 gut abgearbeitet. Und dann können wir nochmal 12 reinfüllen. Also lohnt sich das hier gar nicht schneller zu machen. Entweder geht uns dann was verloren. So, jetzt würde uns ja noch was verloren gehen, aber wenn wir jetzt nochmal die nächsten drei Ballen holen, dann sind wir unter 58.000 und dann können wir die drei Ballen auch ohne Probleme wieder reinhauen. So, jetzt haben wir schön die 69.900 gehabt und haben nichts verloren. So, was können wir denn noch machen? Wir können noch, sonst alle Felder sind bestellt, soweit. Auch mit den neuen Fruchtsorten. Aber das dauert noch. Ich habe Pflanzenwachstum auf normal gestellt. Schnell das geht, ja ratzfatz. Wir haben ja noch ein bisschen was anderes zu tun. Wir können noch, wenn Stroh weg ist, Feld 3 bestellen. Wir haben die BGA noch, haben wir ja jetzt befüllt. Wir können mal nochmal zu den Tieren schauen, ob da soweit alles in Ordnung ist. Wir haben ja gesagt, wir brauchen dringend auch Heu bei den Pferden. Das sieht ganz okay aus. Da werden ja eh jetzt weniger werden. Hühner. Sauberkeit ist bei 0. Oh. Da müssen wir aber mal was machen. Dann können wir auch gleich bei den Schweinen mal sauber machen. Nee, wo ist der? Ach, da ist der Milchfahrer, steht auch noch da. Legen die mal hier ab. Dann bleibst du wenigstens stehen. Ja. Die andere fällt immer so komisch um. Das ist nicht schön. So, wo ist denn unsere Dreckschippe? Das machen wir erstmal bei den Hühnern sauber. Also, schlimm sah das da gar nicht aus. Hier am Haus habe ich auch ein bisschen Wiese hingemacht. War ja auch immer so nur grün. Ja, so viel war das aber nicht. Obwohl, Sauberkeit... Oder ist das wieder ein Fehler? Das, weil ich die Karte neu gestartet habe, quasi geladen habe.
dass das dann sich noch aktualisieren muss. Ist die andere Seite offen? Da haben die Schweine geschlossene Gesellschaft. Ich doch bestimmt auch ein bisschen was. Und was da liegt? Heidewitzka. Das ist eine Menge. Beinahe hier schon 1000. Wahrscheinlich, da kommen nochmal 1000 zusammen. Ja, knapp unter 1000. Hatten die 2000 Liter hier rausgeschmissen. So, jetzt sollten wir aber, obwohl noch was in der Schaufel angezeigt werden, die sollte eigentlich leer sein. So, dann können wir ihn wieder zumachen. Das ist wahrscheinlich nur eine Attrappe, die Anzeige. Und die sollten auch jetzt wieder 100% haben. Hier steht immer noch nichts bei den Hühnern. So, und dann... können wir den wieder wegfahren. So, einmal hier vorne hin. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Den Anhänger können wir eigentlich auch mal wegsetzen wieder. Damit haben wir ja noch die Pferde verkauft. Können wir rüberfahren zu den Schweinen wieder. Kommen wir so rückwärts rein, aber nicht aus der Innenansicht. Kommen wir ein bisschen zu weit weg. Müssen wir mal ein bisschen mehr einschlagen. So. Das auch erledigt.
Wir sollten aber, wenn der Telerlader wieder am Hof ist, sollten wir auch mal wieder Mist verladen. Da fährt er gerade zurück. Na, hier kriegen wir noch nichts rein. Dann schauen wir mal. Wir haben ja hier noch ein bisschen Holz zu machen. Haben wir ja mal angefangen. Muss nur mal eben den Vollernter suchen. Ich meine, den hatten wir hier hinten geparkt, weil wir den zum Schluss den LKW noch einmal aufrichten mussten. Da steht er doch. So, wie machen wir das denn am besten? Erstmal die Beine hier weg. Bis zur Straße ziehen. Weil dann verhaken die sich nicht so. Na, ach, zu weit weg. So. Na. Na, willst du nicht? So, da haben wir ihn doch. Schön bis zur Straße, dann braucht der LKW nicht hier bei den Stumpen so. Da drüber fahren. Ich schneide auf 6 Meter, weil dann kriege ich 2 schöne Stapel auf den Anhänger. Und die Reste haue ich dann irgendwo mal weg. So, dann schauen wir uns den nächsten. Bisschen schräg gekommen, aber das kann man nicht ändern. Nee. Ich glaube auch nicht, dass man das den ganzen Baumstamm irgendwie drehen kann. Obwohl, die haben ja schon richtig Kraft, also. Zu nah dran. Und jetzt komme ich nie weg. Komm, 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 komm. So. Einfach hier drauf. Das kommt einfach hier raus.
Wollen wir nicht haben. Bringt kein Geld. Na. Haben wir den rumgezogen ein bisschen? Ja. Einfach weg damit. Machen wir den mal aus. Und gucken mal hier, was er hier macht. Und wie viel er noch hat. Weil dann können wir uns den die Seemaschine schon organisieren. Losschicken können wir die noch nicht. Weil, ja, da muss erstmal das Stroh vom Feld. So, da bin ich wieder. Nehmen wir den Käse wieder. Der kriegt das ja gut hin. Holen wir uns mal die Seemaschine schon raus. Schauen mal, ob die gefüllt ist. Was sie ja eigentlich sollte. Ach, wo fahre ich denn hin? Ganz verkehrt. Wollte noch nicht, darf noch nicht zum Feld. Ich muss die Seemaschine mitnehmen. So. Ab zu Feld 3. Da sind wir schon mal. So, mal ein Foto machen.
für die Folge, dass wir so gemacht haben. Na, wie weit fährst du denn noch zurück? So, passt. So, liebe Leute, das war's schon wieder von dieser Folge. Wird mal ein bisschen kürzer. Ich werde ihn noch mal ein bisschen laufen lassen, dass wir dann in der nächsten Folge hier ansehen können und vielleicht schon mal ein Feld abernten können von den neuen Früchten. Bin ich auch mal ganz gespannt drauf, wie die so aussehen, wenn wir die ernten. Ja, und dann sage ich bis zur nächsten Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch. Und wenn ihr Fragen zu dem Grasgeschichte habt, einfach unter dem Video mal schreiben oder ob ihr es selber hinbekommen habt. Bis dann, euer Kellerkind. Ciao, ciao.